Ich brauche den Führerschein, weil wir zu Hause auch einen LKW haben. Und damit ich auch Kartoffeln ausliefern kann, weil wir zu Hause einen landwirtschaftlichen Betrieb haben. Unterschied zum Autofahren ist halt, dass es viel größer ist und natürlich viel länger, viel breiter, viel höher natürlich alles. Man guckt von einer ganz anderen Perspektive auf die Straße runter und ja, beim Trecker war das ja auch schon so. Nur der LKW ist nochmal eine ganz andere Größe und natürlich fährt man ja auch schneller. Es ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich für ein 18-jähriges Mädchen, so eine Fahrerlaubnis zu erwerben, sprich den großen Führerschein der Klasse CE, 40 Tonnen LKWs. Sie ist schon im Vorbesitz vom Treckerführerschein, ist dadurch eigentlich eine relativ leichte Fahrschülerin, weil sie schon Vorerfahrung hat mit Großfahrzeugen und sie tut sich nicht unbedingt schwer dabei. Und man merkt ja auch richtig an, dass sie Spaß hat, solche großen Autos zu fahren. In der Schule war das so, als ich denen erzählt habe, dass ich einen LKW-Führerschein mache, haben die ja erst alle so gesagt, ja, echt, warum denn und so. Und dann habe ich das erklärt und dann haben die alle gesagt, Respekt. Und dann haben die gesagt, dass sie es gut finden. Also mit meinem Führerschein reicht das, glaube ich, aus, dass ich dann hier in der Region rumfahre. Also ich glaube nicht, dass das für mich wäre, so wochenlang allein da Europa oder weltweit damit rumzufahren. Kann das? Kannst du ein paar Ja. Bauteile benennen? Und wenn du mal schaust, und was ist dann? Mit Lisa bin ich ja schon im Traktor durch die Gegend gehuppelt. Sie hat die Klasse B-Prüfung erfolgreich beendet und ich bin mir ganz sicher, dass sie auch CE entsprechend absolvieren wird.